Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir sind immer noch in den Smaragdgräbern und werden natürlich hier auch noch ein bisschen bleiben. Denn ihr seht, ne, ist noch ein bisschen was zu erkunden da. Oder zum Erkunden da. Ich möchte jetzt aber mal zum. Einmal ran. Zum stummen Beobachter reisen, weil ich glaube, da gibt es noch eine Quest. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Genau hier hinten. Nur dank euch bin ich noch am Leben. Ich habe kaum etwas, das ich euch geben könnte. Doch ich werde euch ewig dankbar sein. Dann zeigt mal her, geht also Gertrude Die verkauft. Inquisition wird hier stets willkommen sein. Wie seid ihr in der Viridium-Mine gelandet? Oh. Wir brauchten unbedingt Vorräte und haben versucht, etwas von den Freikämpfern zu stehlen. Die Mine schien nicht sonderlich gut bewacht zu sein. Und ich war damals in meinem Heimatdorf, in der Miliz. Ich weiß nicht, warum sie uns nicht getötet haben. Soweit ich mich erinnere, sprach Schwester Cousteau davon, uns nach Emprise du Lyon zu schicken. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ich wüsste nicht, was sie dort mit uns anfangen sollten. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Die Vorräte, die wir aus Cousteaus Mine mitgenommen haben, waren uns eine große Hilfe. Nochmals danke, dass ihr uns gerettet habt. Bitte sehr. Dann gucken wir doch mal. Hat sie irgendwas Spezielles? Nee, nicht verkaufen, sondern kaufen. Da wollen wir mal gucken. Spezielles hat sie nichts. Aber hier kann man zur Not vielleicht ein bisschen schon mal das Inventar leeren. Falls wir jetzt nicht direkt wieder zur Himmelsfeste wollen. Benötigt ihr irgendetwas? Und hier ist jetzt eine Quest. Die gute Clara hat jetzt was für uns. Inquisitor, ihr habt Gertrud und die anderen gerettet. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin nicht zu dreist, aber wenn ihr vielleicht einen Moment Zeit hättet? Natürlich. Ich bin hier. Wie kann ich euch helfen? Es geht um Fairbanks. Es gibt da so ein Gerücht, er sei von adliger Herkunft. Sobald dieser Krieg vorüber ist, werden viele von uns in die Dienste ihrer Lords zurückkehren, um ihre Felder zu bestellen und ihre Blagen großzuziehen. Die meisten Adligen wissen nur wenig über das Leben einfacher Leute. Wir sind ihnen vollkommen gleichgültig. Fairbanks jedoch ist anders. Er ist ein großartiger Mann. Es gibt so vieles, was er tun könnte, wenn er nur die nötige Macht besäße. Wenn das Gerücht wahr ist, wenn Fairbanks ein Adeliger ist und wir einen Beweis dafür hätten... Oh, versteht ihr, was ich sagen will? Ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. So. Wir fragen sie mal darüber aus. Weiß Fairbanks von diesem Gerücht? Ja, aber es gefällt ihm nicht und er will auch nicht mit mir darüber reden, der sture Arsch. Okay. Hinterm Rücken kann man ja immer so Spitznamen vergeben, mache ich ja auch. Was sollte er vielleicht nicht direkt hören? Dann sagen wir das hier mal. Dieses Gerücht, Fairbanks sei ein Adliger. Was genau erwartet ihr diesbezüglich von mir? Oh, ich wollte euch nichts aufzwingen, aber eure Reisen führen euch doch durch die gesamten Dales, nicht wahr? Falls ihr vielleicht irgendetwas findet, das hilfreich wäre... Ich habe alles, was ich weiß, in meinem Tagebuch festgehalten. Ihr könnt es euch gerne ansehen. Okay. Auf bald. Ja, einen Beweis für Fairbanks adlige Abstammung finden. Das machen wir doch. Claras Tagebuch. Und Gertrude heißt nicht Gertrude, sondern Gertrud. Also Französisch. Französisch. Dann heißt er wahrscheinlich auch Malifron, wenn hier alles so französisch ausgesprochen wird. Okay, also, Clara schreibt vor allem über das Leben im Lager beim stummen Beobachter. Zwischen ihren Erkenntnissen über Fairbanks finden sich immer wieder ausführliche Beschreibungen ihrer Bemühungen, Vorräte zu finden. Stummer Beobachter, Tag 30. Ich habe Fairbanks heute dabei ertappt, wie er sich ein altes Goldmedaillon angesehen hat. Auf ihm befanden sich die Abbildungen irgendeines Vogels sowie der Leitspruch auf gesegneten Schwingen der Sonne entgegen. Merkwürdig. Stummer Beobachter, Tag 51. Unglaublich, was dieser alte Elf, Calder, für Geschichten erzählt. Er redet davon, dass Fairbanks den Leuten sogar schon vor dem Krieg geholfen hat. Calder sagt, ein paar Leute würden glauben, Fairbanks sei überhaupt kein Bürgerlicher, wie er behauptet, sondern ein Adliger. Ich frage mich, ob das irgendwas mit diesem Medaillon zu tun hat. Stummer Beobachter, Tag 52. Ich habe Calder weiterhin gelöchert, damit ich endlich Ruhe geben kann,
gebe, hat er mir die Geschichte der Familie Lemarque erzählt. Lord Giroux Lemarque, Marks einzige Tochter, hatte sich in einen Chevalier verliebt, der in den Dienst von Lord Giroux fallen stand. Irgendwann wurde sie dann von ihm schwanger. Plötzlich, ohne dass man das geahnt hätte. Das klingt so, dieser Satz klingt irgendwie so, naja. Okay, Lord Giroux war außer sich vor Wut und setzte Bernice auf die Straße. Dann ließ er ihren Liebsten ermorden. Grauenhaft. Bernice kehrte nicht wieder zu ihrem Vater zurück und floh in die Dales. Ihr Kind war eine Totgeburt. Oh nein. Lord Giroux bereute schließlich, was er getan hatte und vermachte ihr und ihren Nachkommen all seine Ländereien und Titel. Warum hätte er das tun sollen, wenn er sich sicher war, dass das Kind nicht überlebt hatte? Tag 56. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was, wenn Fairbanks wirklich das Lemarque-Kind ist. Allein die Vorstellung, was er alles tun könnte, wenn er ein Adliger wäre und dieses Vermögen erben würde. Damit er seinen Titel zurückerhält, wird allerdings ein Beweis nötig sein. Nach allem, was ich über den Rat der Herolde gehört habe, darf es nicht den geringsten Zweifel geben. Ob vielleicht das Medaillon ausreichen würde? Vermutlich nicht. So ein Medaillon könnte jeder haben. Vielleicht gibt es ja hier in den Dales irgendwas, das mir hilft, seine Abstammung zu beweisen. Ich weiß nur nicht, wo ich mit der Suche beginnen soll. Ja, neue Quest. Das heißt, wir müssen hier nochmal hin. Da nochmal hin. Und wo ist das nächste? Hier. Da waren wir aber noch nicht. Das klappern wir jetzt auch schnell ab. Wir sind ja hier in der Nähe. Die Inquisition wird hier stets willkommen sein. So, ich markiere mir das mal. Müssen wir den Ausgang wählen? Jeder, der das Lager verlässt, bettelt geradezu um Schwierigkeiten. Schwester Costeau ist tot? Ich hoffe, sie ist langsam und qualvoll gestorben. Nee, ich glaube eher einfach durch uns. Relativ zügig. So, da sind wir schon wieder bei der Villa. Und dann können wir jetzt nochmal nach den Beweisen suchen. Wir sollten diesen Ort durchsuchen. Machen wir, Solus, machen wir. Wenn uns nicht Baumwurzeln im Wege stehen. Mein lieber Varric, du hast die zwar schon, glaube ich, einmal geöffnet, aber mach sie bitte nochmal auf. Oder waren das die andere Seite? Tagebuch einer Hebamme. Dieses verschlissene Tagebuch wurde zwischen anderen wertvolleren Gegenständen gefunden. Es ist in Leder gebunden und am Rand mit massivem Silber verziert, was vermutlich der Grund ist, warum es aufbewahrt wurde. Ein paar Einträge sind noch lesbar. 16. Herring 98. Das ist der kälteste Winter, den ich je erlebt habe. Selbst der Fluss ist zugefroren und heute tobte außerdem ein fürchterlicher Schneesturm. Umso überraschter war ich, plötzlich ein Klopfen an meinem Tor zu hören. Ich ging nachsehen und da stand eine junge Frau. Sie sagte, sie suche nach der Fairbanks-Karte. Die habt ihr gefunden, antwortete ich ihr. Und jetzt komm erstmal aus diesem scheußlichen Wetter raus. Sie schlug ihren Umhang zurück und ich konnte sehen, dass sie schwanger war. Weniger als 2 Wochen vor der Geburt. Bitte helft mir. Sie war den Tränen nah, also brachte ich sie ins Haus und setzte sie mit heißem Tee und warmen Pantoffeln vor den Kamin. Sie ist jung, nicht älter als 20. So zart wie ihre Hände sind, kann sie in ihrem Leben noch nie körperlich gearbeitet haben. Ihre Kleidung ist schmutzig, von der Reise, aber von erlesener Qualität. Allein ihr Mantel muss mindestens 50 Gulden wert sein. Er ist wunderschön blau und mit Fuchspelz besetzt. Ihr Name ist Bernice, aber das ist auch schon alles, was sie mir verraten hat. Viele der Mädchen, die hierher kommen, wollen nicht sagen, wer sie sind. Ich verstehe das. 25. Herring 98. Bernice hat ihr Kind bekommen. Es ist ein Junge, gesund und mit vollem Haar, den sie Evarist nannte. Sie wollte mich mit einem schweren, mit einem Falken verzierten Goldmedaillon bezahlen.
Es sah wertvoll aus, und ich fragte sie, wem es gehörte. Ihrem Vater, sagte sie, aber sie wollte es nicht mehr. Mag sein, antworte ich ihr, aber vielleicht will euer Sohn eines Tages wissen, woher er stammt. Erster Wintermarsch 9-9. Ein neues Jahr ist angebrochen. Bernice dürfte eigentlich gesund genug sein, um sich wieder auf den Weg zu machen. Aber es ist immer noch kalt, und ich bringe es einfach nicht übers Herz, sie vor die Tür zu setzen. Ich werde sie bitten, als meine Gehilfin hier zu bleiben. Ich bräuchte schon länger jemanden, der mir hilft. Meine Finger sind nicht mehr so geschickt wie früher, und sie ist ein kluges Mädchen. Sie wird eine gute Schülerin abgeben. Da war das Kind wohl doch keine Totgeburt, sondern tatsächlich gesund auf die Welt gekommen. Das ist ein Embryo. Ich dachte, das wäre irgendwie Prophetinnen-Lorbeerlin, würde ich ja gerne immer mitnehmen. Solus, stimmt es, dass ihr Geister studiert? Ja, das stimmt. In meiner Heimat halten wir uns Geister als Diener. Ich hörte davon, ja. Die Dinge, die man mit ihnen anstellen kann, sind unglaublich. Ihr solltet sie sehen. Das Reich von Tevinter ist kein sonderlich sicherer Ort für einen Elfen. Ach, ja, da habt ihr wohl recht. Ah, schön. Dass sie sich da einig sind. So, ein altes Gemälde in einem geschnitzten Holzrahmen. An einigen Stellen ist bereits die Farbe abgeblättert und auf der Rückseite des Rahmens ist ein Name eingraviert. Lord Giru Lemarque. Das Porträt zeigt den Lord, wie er vor mehr als 40 Jahren ausgesehen hat. Er hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Fairbanks. So, und dann können wir ja hier mal zum Riss gehen und das hier alles abklappern. Und dann, das ist, glaube ich, der Steinbruch, der nicht weggeht, ne? War das nicht so? Glaube schon. So, wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Oh, hier ist noch was zum Lesen. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 9. Sehr schön. Ach, das eine muss ich ja immer noch mal einsammeln gehen, ne? Wenn es in der offenen Welt rumliegt. Wenn das jetzt irgendwo rumliegt, wo ich nicht mehr hinkomme, ist natürlich doof. Aber das werde ich, glaube ich, gleich nach der Aufnahme mal machen. So, wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Wo kommen wir hier lang? So steil ist das nicht. Schaffen wir. Guck mal, das war mal ein Weg. Hier steht nämlich so eine Eule. Jetzt müssen wir aber ganz scharf mal links abbiegen. Oh, ein Großbär! Oh. Ein Großbär! Wenn ich ihn mal treffen könnte. Warum geht mein Controller immer in den Kämpfen aus? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier geht gerade mega das Gewitter los. Es ist direkt über uns. Also über meinem Haus. Holla, war der Donner gerade laut. Also ich habe ihn gehört. Nur ich spiele und Kampfsound und geschlossenen Kopfhörer. Krass. Krass, krass, krass. Mega Gewitter. Na, mal sehen. Ich gucke mir das gleich mal an, ob man das hört in der Aufnahme. Aber es ist sehr, sehr laut. Dass die Inquisition irgendetwas bewirkt.
Jetzt bin ich gerade gespannt, ob der nächste Donner kommt. Ah, es hat gerade geblitzt. Ich mag Gewitter voll. Also zumindest, wenn ich sicher bin. Im Trocknen. Und, der Blitz überall anders einschlagen kann. Aber generell mag ich Gewitter. Das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, was meist mit Gewitter einhergeht, dass relativ Starkregen oder viel Starkregen runterkommt. Und dann ist immer unser Keller nass. Muss ich immer wischen gehen. So, jetzt machen wir aber mal Riss-Action. Mit wieder so einem Nerv-Dämon. Ja, ja. Wo kommst du hin? Ich konzentriere mich einfach auf die anderen. Der wird sich wieder wegporten, ja? Hab ich mir schon fast gedacht. Bleib hier, du kleines Mistviech. Weicht dir aus, hast du es gesehen? So, ihr zwei Magier. Oh, der eine hat gerade gebannt, ne? Das habe ich genau gesehen. Machen wir hier mal. Ja, Dorian, warum bannst du denn auch? Ich hätte mir jetzt voll viele wegbannen können. Aber es ist nur ein Dämon des Horns. In Ordnung. So, Riss geschlossen. Obsidian-Gemme. Dann ist Tiefenpilz, hier ist Embryum. Das interessiert mich alles nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir doch einfach hier zum nächsten Riss. Ach ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Das Gebilde hier. Denn das wird jetzt nicht in 2 Minuten abgefrühstückt sein. Oh, ich wollte eigentlich springen. So, hier ist eine geheimnisvolle Schlucht. Seitdem seht ihr schon, da ist die Astrarium-Höhle. Das heißt, wir müssen hier gar nicht weitergehen. Ich wollte es euch nur zeigen. Nicht, dass ich euch immer alles erzähle und gar nicht zeige. Das wäre gut. Aber ja, hier ist dann nachher die Astrarium-Höhle, wenn wir alle entschlüsselt haben. So, ein Egge. Die nächste Reaktion. Nächste Region. Gefunden. Ah, ich glaube, in der Folge werden wir nur noch gegen diesen Großbären kämpfen. Der uns hier ein bisschen im Weg steht. Wir sehen den Bären nicht mehr. Wir stehen einfach in den drin. Boah, 10 Großbärenhaut. Richtig gut. So, das wird Prachtwiderleder geben. Und da uns das schon die ganze Zeit anblinkt und ich es immer noch nicht gemacht habe, machen wir jetzt schnell zum Abschluss noch die Stufenaufstieg. So. Und Konterhaltung brauche ich nicht unbedingt.
Ding verbessern? Was ist das? Befindest du dich in Gegners, verfällst du in einem Kampfrausch, der dich schneller bewegt und größere Chancen auf tödliche Treffer hast. Ist nicht schlecht. Ja, okay, wenn wir angeschlagen sind, machen wir mehr Schaden. Aber ich möchte erstmal die blutige Witterung nehmen. Solis hat keinen Stufenaufstieg, aber der Varric. Ja, dann müssen wir die Elementar, es sei denn, wir wollen aufwerten, aber wir nehmen jetzt erstmal die Elementarminen. Du verteilst vor dir verschiedene Fallen, die unterschiedliche Elementareffekte auf Gegner haben, die in Reichweite kommen. Ja, hier seht ihr die ganzen Effekte, die es gibt, halt entweder Feuerschaden oder Schock. Und wie viel Schaden das macht. Also macht nur 50% Schaden. Aber Schockdauer sind halt auch 8 Sekunden und Feuerschaden sind auch 8 Sekunden. Das ist schon in Ordnung. Dorian. Was haben wir hier? Geistermal. Du kennzeichnest einen Gegner als Ziel für einen angreifenden Geist, der kontinuierlich Schaden verursacht. Stirbt das Ziel, während es gekennzeichnet ist, nimmt der Geist die Gestalt des Opfers an und kämpft kurzzeitig an deiner Seite. Das klingt doch ganz nützlich. Mal nichts mit weglaufen. So. Endlich mal die Stufenaufstiege gemacht. Ich schätze, einige von euch hat auch schon ein bisschen genervt, dass ich die dauernd nicht mache. So, in der nächsten Folge machen wir dann genau hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.